Ey. Er macht einfach, was er will. Ich hab die Taste gehalten. Und er hat ja wohl den Typen weggeschoben. Aber nein. Ubisoft hat es extra so programmiert, dass es nicht geht. Lass ihn leben. Lass ihn einfach leben. Meine Geduld hat bald ein Ende. Okay, noch eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfallen würde. Wie gehabt, den hier töten. Tschüss. Und dann möglichst bald. Bestimmt die Mamluken. Die werden uns noch alle holen. Lauf, 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 lauf. Hat geklappt. Sehr gut. Ehre, verloren und gewonnen. Folgen Sie Blabla Tarek mit einem Luftattentat. Oh. Okay, Junge. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Haklisin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Schande komm über den Mörder, der uns verließ und ja nicht schadet. Ahmed hat des Sultans ruhige Art gehabt. Sie sind sich sehr ähnlich, verstehe ich. Ich drück nix. Gebt Meldung. Bürger, hütet euch. Ich will jetzt nicht selbst laufen wollen. Ich will mitlaufen. Komm, lauf mit. Lauf. Ezio. Lauf. Ja, okay. Hey, die werfen mit Stein. Schande über dich, Abschaum! Proleten! Meine Hochachtung, verehrte Krieger. Die Janitscharen sind echt so die Bonzen hier. Verzieh dich, nerviges Ungeziefer! Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Wie hat er reagiert? Das werden wir nie erfahren. Herr Deschlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Aha. Kennst du Selims jungen Sohn? Cesar de Süleyman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Mit einem scharfen Verstand. Schlägt er nach seinem Vater? Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Der Kerl kommt mir bekannt vor. Schneller! Rennt schneller! Wie soll ich denn da reinkommen? Ich könnte schwören, er war hier. Hier da! Dieser
Ab ins Zelt und... Okay. Da hoch komme ich leider nicht. Ah, doch. Wo ist er denn? Das war eigentlich nicht geplant. Scheiße. Da wollte ich doch gar nicht runter. Ezio, Mann. Anhalten? Komm her, komm her. Halt! Im Namen der Wache! Hey, haltet mal an! Mach ich nicht. Und ich lass die Truhe da unten. Die kann ich nehmen und da unten, okay. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später, in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. Und wie soll ich den jetzt ausschalten? Also, du gehst mir schon den ganzen Tag aus dem Weg. Keine Umschweife, ich will eine klare Antwort. Wann zahlst du mir die 10 Sekine, die du neulich verloren hast? Ein merkwürdiger alter Mann. Warum die Kapuze? Was versteckt ihr? Warum die Kapuze? Den bist du nicht doch. Hey, komm her, Fremder. Ich habe eine Fahne. Hey, Fremder. Kenn ich euch? Du entkommst uns nicht. Ach, Ziel verloren. Och Mann. Okay, ich will ein Luftattentat machen. Aber wie komme ich da hin? Ist die große Frage. Uiuiui. Ei, ein Soundbug. Uiuiui. Schlechte Idee. Erst die Truhe. Das schaffe ich, Leute. Ich schaffe es. Und tschüss. Bam. Ach, welch bittere Ironie. Ist das das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen.
Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben.